oder? Sie wird doch dadurch erhitzt. Kann man nicht durchkommen? Aha. Das ist hier irgendwie was. Ja, ne? Ich kann das ja. Drehen und wenden, wie ich will, ne? Theoretisch. Kann ich das hier auch drehen und wenden, wie ich will. Ah. Okay. Sieht ja schon mal interessanter aus. Aber was kann hier fehlen? Hier fehlt bestimmt hiervon was. Irgendwas, was man hier draufsetzt oder so. Schauen wir uns das doch alles einmal an. Was sagt er denn? Das ist garantiert etwas in der Kiste, das ich mitnehmen könnte. In der Kiste, was ich mitnehmen könnte. Ja, aber ich kann wohl gar nicht an die Kiste dran. Oder komme ich da irgendwo? Die ist mit dem Mechanismus verbunden. Aber mit welchem? Unten die? Aber die Dinger gehen ja nach unten. Wo ist nicht verbunden? Mit dem hier? Bestimmt, das geht bestimmt erst an, wenn das unten alles fertig ist. Ach, nicht wegdrücken. An der linken Seite der Kiste, echt? Wo ist denn das Stück Glas irgendwo? Da unten oder nicht? Oder meint er die andere Kiste hier? Kann ich das mitnehmen? Ach, die Linse. Ah, okay. Die kann ich doch bestimmt ins Mikroskop einsetzen. Das sieht interessant aus. Ja, es gab nur die beiden. Das war schon die Flüssigkeit aus Becken Nummer 3. Ja. Cool. Da unten ist was aufgegangen. Das nehmen wir mit. Medaillon. Okay. Aber ein komisches Medaillon. Das kann man bestimmt irgendwo einsetzen.
Da war nichts zum Einsetzen, da auch nicht. Und das hatten wir schon gemacht. Dann muss das ja unten sein. Boah, der hat es aber kompliziert gemacht. Finde ich ja schon heavy, ne? Kann man das hier irgendwo? Ich glaube, ich habe es gesehen. Echt? War das doch oben? Ich dachte eigentlich, ich komme hier mal weiter. Ja, gut, können wir mal. Vielleicht doch bei der Kiste. Was will denn der? An der rechten Seite des Tisches befindet sich ein komisches Schloss, echt? Stimmt. Stimmt. Ach so. Ah, cool. Ich habe einen Hebel. Ich habe einen Hebel. Der Hebel kommt mir schon eher gelegen unten. Mir könnte da schon eher reinpassen. Man die da? Ah, dann kann man es auch drehen. Okay. Ah, okay. Muss ich erstmal zusehen, dass ich das Ding hier rumkriege. Das Ding hier unten kann ich nicht drehen. Wo ist denn hier noch ein zweites? Sollte sich drehen. Gibt es bei dem noch ein zweites? Ja, da. Okay. Sollte aber so auch funktionieren, oder? Oder muss ich das woanders haben? Ach, klar. Mr. Schlumpf, einfach mal unlogisch denken. Würde viel leichter gehen. Die beiden wären schon richtig. Nee, du sollst noch einen runter. Der müsste wieder nach da. Der muss gleich wieder zurück. Ich muss aber irgendwie hochkommen. Hey. So. Ach komm. Wie drehen wir dich denn jetzt am besten? Nein. Oben bleiben. Nein. So. Nach da drehen. Hey. Dreh mir das jetzt ganz so recht, wie ich will, kann das sein? Ich glaube aber, das ist auch egal,
Wo ich alle zusammen offen habe, Hauptsache ich habe sie alle zusammen offen. Ich meine, das jetzt am logischsten. Nicht stehen lassen. Aber das mit der Steuerung bei dem Spiel ist jetzt gerade schwer. Der macht nämlich nicht die ganze Zeit das, was ich möchte. Ne, geh hoch. So. Ne, hier rüber. So. Dreh dich hier lang. Hey, komm. Das wird jetzt really interesting. Was an Mist. Okay. Muss ich mal gerade gut überlegen. Den könnte ich dann dahin. Ich kann es gerade nur ausprobieren. Das kriege ich aber. Nur so gedreht haben. Ja, da ist das Unterste dann noch. Jetzt doch woanders hindrehen, oder? Probieren wir es doch nach vorne. Muss ich trotzdem erst einfach da. Steuerung, welche Steuerung? Ja, das ist. Die Maus ist schon so eine Sache für sich. Ja. Da ist aber nichts zum Hochgehen wieder. Ah. Ja, du sollst. Komm, du sollst hoch. So. Jetzt dreh dich, genau. Da kann ich jetzt aber auch nirgendwo. Kann ich erst hier. Komm, rüber. Danke. So. Okay. Nein. Ach komm. So hat's hier oben bleiben. Drehst du dich nach da? Das war einer zu weit.
Come. Cool. Fand, dass wir jetzt viel experimentieren. Sind doch jetzt alle drei offen. Ich werde dich doch jetzt hier anheizen. Komm, du musst doch jetzt gehen, oder? Geht das nicht? Er bewegt sich da ja, ne? Aber wirklich kommt wieder nichts. Was will er denn? In der Mitte des zentralen Kessels gibt es eine Abdeckung mit einem Griff. Sie scheint verschlossen zu sein. Eine Abdeckung mit einem Griff. In der Mitte auch nicht raus. Nicht raus. So. Hier ist auf jeden Fall noch was. Von der anderen Seite will ich mal einmal gucken. Na, ich sah ja die Steuerung, das ist. Von der Seite mal gucken. Kann ich nicht nachgucken. Kann ich das Teil hier nicht rausnehmen? Die Dinger kann ich erstmal runternehmen. Okay. Ah, schön. Oh. Was ist das denn? Kleines Flugmaschinenmodell. Okay. Ah. Cool. Irgendwie eine Reihenfolge, die ich hier machen muss. Steht hier auf jeden Fall nicht. Okay. Wie so ein blödes Feuerzeug, ne, das nicht angehen will. Aber eigentlich noch genug Gas drin hat. Okay, theoretisch müssten die angemacht werden, denke ich. Frage ist, wie und warum? Kleines Flugmaschinenmodell. Das sieht sehr gern aus. Ja, das weiß ich. Dass das ein komischer Hinweis ist. Ich muss einen Platz für das Flugmaschinenmodell finden. Aber ich glaube, den Platz habe ich auch schon im Hinterkopf. Weil das könnte da richtig schön reinpassen. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber irgendwie denke ich das. Aha. Kann man da jetzt mal reingucken? Ist ja eigentlich irgendeine Schrift da drauf, ne? Ah, cool. Das kann man auch. Das hier? Volles Reagenzglas.
Okay. Was ist, wenn ich das erhitze? Ist hier da vielleicht was? Das sind eigentlich nur Augentests. Habe ich ja gucken hier. Goldener Griff hört sich schon mal gut an. Weiß ich auch wohin. Der passt unten an der Seite gut rein. Da. Da rein und dann kann ich dich doch. Ach du grüne Neune. WTF. Ist hier irgendwas? Nein, dann wird das wieder irgendwie. Aha. 3, 5. Achso, das sind immer die zusammengezählten, ja. Aber auf welchen Grund muss ich kommen? 1, 2, 3. Muss ich da bestimmt irgendwo was lesen können, auf welchen Grund ich kommen muss, oder? Irgendwas hier zum. Ja, du hast auch einen Hinweis. Es gibt eine Art Nummernmechanismus im Inneren des Kassetts. Ja, das ist klar. Ich muss herausfinden, wie ich das einstellen muss. Ja. Das habe ich auch schon. Frage ist, das könnte eine Art Hinweis sein. Es könnte 2. 7, 3. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Probier mal aus. 2, 7, 3. Mitte muss auf jeden Fall was hin. Probieren wir es so. Ja, links an der Seite darf dann aber nichts hin. Da noch weg. Na jetzt, wo sie im Dreck ist, nicht hin. Oder? Nee. Du nicht. Ja, ich will da mal sagen. Die 3 Bedienräder auf der linken Seite können vermehren. Ja, das ist klar. Die Summe wird unter jeder Spalte angezeigt, das ist klar. Im unteren Teil des Mechanismus kann ich ein Symbol für jede Leitung umstellen.
Das weiß ich auch. Die Frage ist bloß, wo habe ich den Hinweis, wie ich das einstellen muss? Das ist es anscheinend nicht da, weil das, da kommst du nicht drauf. Steht das vielleicht hier mit drauf? Da sind ja so eine Zeichen drauf, ne? Aber das ist ein Viereck. So. Ein Achteck und ein Dreieck. Wie wäre es mit 4, 8, 3? Dann habe ich auch die passenden Zeichen dazu. Probieren wir mal. Probieren geht über Studieren. Was haben wir jetzt gesagt? 4, 8, 3, ne? Ich probiere es mal. Ah, das passt nicht ganz. 4, 7, 3 hätten wir jetzt. Müsste da oben noch eine 3 reinkriegen oder hier noch eine 3 reinkriegen? So wäre das so. Vier, sieben, zwei. Ich dachte, das wäre so eine schöne Idee. Vier, sieben, drei. Acht kriege ich da nicht hin. Geht ja nur bis 3. Mitgespielt. Das kann auch nicht sein. Okay, gib mir den Hinweis. Die numerische Anzeige im oberen Teil und die Symbole im unteren Teil scheinen jeweils eine Verbindung zum
zu den Leitungen zu haben, die in den Kessel führen. Ach, na, ich will eigentlich so wissen, ob ich mit dem da oben richtig liege. Okay, wir probieren erstmal die unteren. Sowieso 10, da kannst du dich wieder nicht drauf anlassen.